Hallo, ich bin heute euer Navigationsassistent auf unserer Tour durch das Wernitztal. Dabei sind 400 Höhenmeter und 120 Kilometer etwa fällig. Wir starten am Bahnhof Dombühl und die Tour endet in Donauwörth. Showtime! In Dombühl am Bahnhof beginnt diese Tour. Und nach 6 Kilometer sind wir in Schillingsfürst. Wir melden uns bei der Quelle auf etwa 490 Meter Höhe und folgen dann dem Radwegschild Alte Bahnlinie. Es gibt hier noch keine Beschilderung für den Wernitztalradweg. Die Wernitz meandert genussvoll durch friedvolle Landschaften dahin. Ihr klares, blitzsauberes Wasser wandert gemächlich mit mäßiger Geschwindigkeit an fränkischen Gehöften vorbei. Und Dinkelsbühl mit seinem Dom, der mittelalterlichen Stadt von 1130 und der schnuffeligen Lage an der Flussaue, nur durch eine gut erhaltene Stadtmauer getrennt, ist das erste echte Highlight. Die Altstadt ist nach knapp 40 Kilometern prädestiniert für die erste Pause. Bekannt ist die Wernitz durch viele Schleifen und Bögen, deshalb wird sie auch bisweilen der Schlangenfluss genannt. Kurz vor Ruffenhofen taucht dann in Nordnordwest der Hesselberg auf. Er ist mit 689 Metern die höchste Erhebung in Mittelfranken. Bei klarem Blick sieht man von der Spitze bis zu den Alpen. Chaque jour, sa voiture.
Auf ihrem 132 Kilometer langen Weg überfließt die Wörnitz etliche Stauwehre und treibt Mühlen an. Wir passieren Wassertrüdingen, entern das Nördlinger Ries bei Auhausen und haben nach 10 Kilometer Oettingen erreicht. Hier ansässig ist mit dem Oettinger Bräu eine der größten Brauereien in Deutschland. Von Heroldingen braucht's dann nochmal ein Superzündi. Es geht Richtung Harburg einige Höhenmeter bergauf. Null Problemo. Oberhalb der Stadt liegt die gleichnamige Burg. Sie ist allemal sehenswert und den kurzen Anstieg packen wir doch sicher auch noch. Auf den 120 Kilometern müssen wir immer wieder auch Landstraßen benutzen. Der Verkehr aber ist überschaubar. Während Oettingen noch in Bayern liegt, sind wir hier jetzt schon in Schwaben unterwegs. Bis Donauwörth ist es nicht mehr weit. Wörnitz hat hier doch schon ein stattliches Volumen aufzuweisen und sie darf dann nach 132 Kilometern in Donauwörth in die Donau fließen. Ich komme wieder. Keep biking!